Hallo und herzlich willkommen zu Wizard Backt und heute backen wir geile Windmühlen. Follow me! Hier sieht man noch gar nichts. Okay, und hier seht ihr alles, was man braucht. Erst einmal Marillenhälften, Marmelade, Marzipan, Narzipan. Kleiner Joke, dann, wie nennt man das? Kameramann. Mandelsplitter. Okay, gut. Und dann noch Blätterteig. Und das seht ihr dann gleich im nächsten Schnitt. Okay, jetzt bereite ich einmal alles vor. Das nehme ich vielleicht als Making-of oder sonst irgendwas. Das sind... Zum Glück Filmer. Da ist ja ein kleiner Unfall passiert. Da gebe ich das in die Schüssel. Shit! Okay. Ist ein bisschen fail. Ich hab's gleich, liebe Leute. Weiter geht's mit dem Vorbereiten. Also, als nächstes, komm mit. Tun wir da Marmelade. Marmelade schon rein, geht auch nicht. Halt funktioniert nicht ganz. Aber das kriegen wir schon hin, das kriegen wir alles schon hin. Das wird lecker. Da kann man schön ausputzen, das Marmeladenglas. Sehr gut, den Pullover habe ich übrigens nicht mehr an, weil ich mich anbatzt habe, was man eh wahrscheinlich im Video sehen wird. Aber ja, okay. Da steht es dann auf einer Platte und das würde ich sagen so vier. Vier, da tun wir gleich einen Löffel. Schau, da kann man viel weiter so, da kann man das ein bisschen aufteilen, dass wir das erhitzt übrigens. Wir sind fast fertig mit den Vorbereitungen. Eigentlich geht es ja schon voll los. Eigentlich ist das gar keine Vorbereitung mehr. Es ist schon das Video, nämlich, liebe Leute. Schaut euch das an. Das ist gut. Dieser Blätterteig, den kriegt man überall zum Kaufen. Schaut euch das an, wie schön das ist. Das ist pipi fein. Das macht man dann so. So ist nur ungefähr. Man muss nicht ganz genau haben. Da gehen sich 6 Windmühlen aus. Dann nimmt man ein bisschen am Marzipan und tut's kneften. Da braucht man ein bisschen mehr. Sind wir nicht so grob, oder? Die kann man ruhig mehr nehmen. Wir sind ja nicht sparsam. Das gibt man dann darauf. Also ich habe was Wichtiges vergessen. Und zwar, schaut euch das an. Obwohl, ich mache es doch so. Jetzt genial. Es wird immer besser, das Video. Und weil ich ein Meisterkoch bin, da tun wir einfach überall in die Mitte jetzt Marzipan. Wird lecker, es wird auf jeden Fall lecker. Lecker. Das wird sehr lecker. Okay, das haben wir jetzt. Und jetzt schaut gut hin. Jetzt tun wir überall da so rüber einfach die Ecken schneiden. Die tippt man da rüber. Das geht ganz einfach mit so einem Roller. Es geht ganz schnell, wie man sieht. Schau, da kann man sogar drüber schneiden. Dann haben wir gleich mehr auf einmal. Genial. Es ist einfach genial. Man sollte es eher bei der Ecke. Schau, das ist ein Fehler. Das sollte eher bei der Ecke sein. Aber Fehler, Kunstfehler kann man ja manchmal machen. Das ist ja nicht so schön jetzt. So. Jetzt schlagt man so ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig mache. Aber auf jeden Fall muss man das ein bisschen so einschlagen. Ach so! Aber trotzdem schön. Schön, man kann es, glaube ich, so lassen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es wirklich gehört. Obwohl schon irgendwie. Na, es sind ja Taschen, wie schon gesagt. Taschen. Und das machen wir da jetzt einfach ein bisschen schneller. Schneller, da könnte man einen Schnitt machen, vorspulen, das mache ich dann. Das ist mit viel lieber gemacht. Ziemlich die Arme. Ich hab die Arme. Danke, ja, kommt das vom Backen? Ja, wenn man backt, dann wird man natürlich die Arme, dann muss man viel Hände machen. Das ist so ein kleiner Trainingstipp. Ja, da kriegt man Muskeln, schaut euch die Muskeln an, dann kriegt man vom Backen. Ne? Okay, jetzt kommt der nächste Schritt. Schauen wir mal zur Marmelade. Schaut euch das an, das ist schon lecker. Aber jetzt brauchen wir die Marillen, nicht die Marmelade. Italia-Filmen. Die Marillen brauchen wir. Dann nimmt man es und gibt es da einfach
Überall. Eins. Überall eins drauf. Das schaut schon echt nett aus, okay? Echt nett. Das wird köstlich schmecken. Und nachher werde ich es auch noch probieren, wenn es fertig ist. Aber jetzt müssen wir es erstmal backen. Dann kommt gleich die Marmelade dazu. Schaut, die ist ein bisschen warm. Und dann nimmt man da. Schaut her. Schaut her, wie ich das schmier. Und das tun wir da dann aufschmieren. Das kann man ruhig mehr nehmen. Das schmiert man da überall schön drauf. Das ist eine schöne Marmelade. Dann kann man da noch diese Mandelsplitter nehmen. Da gibt man einfach so ein bisschen was drauf überall. Ah, wenn ich vorheizt. Schaut euch das an. Da tun wir jetzt schnell vorheizen auf 220 Grad. Und jetzt sind wir schon wieder bei Mandeln. Mandelsplitter. Das kann man ganz schnell machen. Schaut, wie lecker das ausschaut. Kameramann, wie lecker schaut's aus? Sehr lecker. Sehr lecker. Das seht ihr, meine lieben Freunde. Natürlich hätten wir es gleich auf dem Blech machen sollen, wie ich es am Anfang gesagt habe. Das ist jetzt ein bisschen grob. Ich weiß nicht, ziehen wir es einfach drauf. Schaut, Leute. Ah! Ah! Das macht natürlich gar nichts, weil schaut, da kann man einfach neue Splitter nehmen und da wieder drauf. Jetzt brauchen wir das Backpapier gar nicht. Ja, okay. Okay, jetzt müssen wir noch warten. Jetzt können wir dabei ein bisschen wegräumen. Vielleicht schneide ich das ins Making-of rein, aber es wird kein Making-of geben, weil das schon alles das Video ist. Mysteriös. Da haben wir jetzt nicht alles gebraucht. Und der Kameramann ist überall. Er ist überall. Ja, die Marmelade kann man am Schluss noch kosten. Ich sehe was nichts mehr drin. Dann kann man jetzt schon, falls man wirklich was übrig gelassen hat, kann man das schön essen jetzt. Schmeckt nach Marillenmarmelade, ja. Und dann kann man es einfach ganz easy auswaschen, wenn man isst. Das Glas kann man dann für neue Marmeladen in den Geschirrspüler geben und wieder verwenden für eine neue Marmelade. Das ist ganz was Geiles. Ganz was Geiles. Ja, was macht man mit Marzipan, ist jetzt die Frage. Magst du Marzipan, Kameramann? Ja, ich mag Marzipan. Willst du das essen? Nein. Okay. Schauen wir mal auf den Ofen. 55 Grad, aber wir brauchen 200. Ich hab's schon wieder vergessen. Nochmal in den Müll greifen. 220. Aber jetzt greift man immer im Müll übrigens, das wissen wir nämlich. Ja, das passt so. Läuft alles nach Plan. Da könnte man natürlich, Schatz, das ist ein bisschen dreck, das kann man auch essen. Kann man alles essen. Alles, was da verwendet wird, kann man essen, außer das Papier und das Blech und so. Aber das kann man da alles essen. Kann man das essen? Das sollte man nicht essen. Kann man das essen? Das sollte man auch nicht essen. Kann man. Das, das sollte man auf keinen Fall essen. Kann man. Ja, das du kannst essen. Zuschauen. Kann man so nehmen. Schmeckt wunderbar. Ja, das schaut sehr schön aus dabei. Schauen wir, wie es auch schon fertig ist. Aber ja, der Ofen ist bald fertig. Und jetzt gebe ich euch einen Geheimtipp beim Ofen. Wir geben sie jetzt nämlich rein. Aber schaut. Schaut, der Ofen ist erst auf 190 Grad und ich frage sie jetzt sicher, hey, Wizard, das gehört doch eigentlich bei 220 Grad. Aber wir tun das rein, da kann man auf Minuten umstellen, weil ich habe vorher den Timer nicht auf Minuten, sondern jetzt ungefähr nur 15 Minuten. Das okay, und da setze ich jetzt natürlich, spielen wir mal rein, die fast fertigen Windmühlen. Das sind nur mal 14 Minuten und dann sollten wir es eigentlich essen können. Das Perfekte. Seriously, motherfucker. Oh Gott, wie lange dauert das noch? Oh Gott. Ja, es ist fertig. Aber was macht's? Schau, es geht jetzt drüber. Das ist irgendwie paradox. Das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist ganz normal. Jetzt schauen wir mal rein. Oh fuck, die sind schon so verbrannt. Oh fuck. Oh, ich weiß nicht, was da los war. Ich glaube, das passt. Das kann man trotzdem essen. Schaut nicht mehr so schön aus. Aber ich glaube, man kann es noch essen. Das soll ich essen. Ja? Soll ich das Schwarze essen?
Ja? Ja, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist ziemlich heiß. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem gut. Machen wir mal eine Pause. Hallo, und ich bin wieder zurück. Und hier sieht man nochmal, was ich da verbrannt habe. Darum habe ich jetzt extra ein Messer. Und schaut mal, liebe Freunde, das kann man ganz leicht das Schwarze einfach runterscheren da ein bisschen. Da gehen zwar ein paar Mandeln verloren, aber es macht nichts, weil man will es ja genießen und da ist das Verbrannte, glaube ich, nicht so gut. Aber wie schon gesagt, das kann man super, super nicht, aber es schaut schon ein bisschen besser aus als vorher. Es ist noch ein bisschen heiß. Merkt man was gar nicht, dass es verbrannt ist. Entschuldigung für den Dialektrutscher. Ja, ernsthaft. Ah, ich bin heiß. Kannst du oben nachmachen, wirklich. Kein Problem. Ich habe nur das Schwarze runter. Das schmeckt geil wie ein Marzipan, darum mag ich es so gern. Bei dem Riedel und Marzipan, das passt voll gut zusammen. Richtig geil. Ein bisschen heiß. Okay, liebe Leute, das war Wizard Bait. Und jo, das war's, liebe Leute. Wenn ihr mehr Backvideos oder Kochvideos sehen wollt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und peace out, Leute.